Ja, Ladies and Gentlemen, Gentlemen, Ladies and Gentlemen, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge meines Let's Plays von Assassin's Creed. Danke, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wir sind jetzt wesentlich weiter. Ich habe jetzt ungefähr 9 Stunden, 8 Stunden gelivestreamt nach den letzten Folgen, die ich aufgenommen habe. Die berüchtigte Cassandra, die meistgesuchte Helenin weit und breit. Charakter ist ziemlich gelevelt, will ich noch kurz mal zeigen. Ich habe sogar schon hier schon was Legendäres, ich bin schon fast Level 12 und so weiter. Es wird richtig viel gelivestreamt, denke ich mal, weil ich habe nach, ich glaube, 8 Stunden, 9 Stunden Livestream, gerade mal das Gebiet auf 100%, das Gebiet fast auf 100% und hier, würde sagen, 50%. Und wenn man guckt, wie groß die Map ist, boah, ist Wahnsinn. Was ich jetzt im Livestream, den Livestream könnt ihr euch natürlich auch angucken, schon gemacht habe, ich habe hier schon alles vorbereitet, mehr so unabsichtlich, denn... cool. Ach, die Server gehen wieder. Ah, okay. Die Server gingen nämlich den ganzen Tag nicht. Hatte ich nicht irgendwo noch Fotos gemacht? Ah, die sind nicht hochgeladen, schade. Gameplay-Symbole. Ich bin gerade überlegen, wo ich hin muss. Mit der lege ich mich definitiv nicht an. Die ist Level 34. Da habe ich schon böse auf die Fresse mit ihr gekriegt. Ich muss hier hin, genau. Gehen wir da mal schnell reisen. Also das ist Wahnsinn. Also echt unglaublich, wie viel Inhalt da ist in dem Spiel. Klar sind es wieder Nebenmissionen, aber es ist einfach nur unglaublich. Wie gesagt, ich werde alles nebenbei streamen. Ich werde eben nur rein die Kampagne im Let's Play machen. Also wirklich rein, ohne dass ihr gespoilert werdet, könnt ihr gerne im Stream kommen. Da werdet ihr dann nichts sehen. Ich habe auch, wie gesagt, heute massiv lange gestreamt und eigentlich ist es jetzt 3 Uhr. Ich wollte eigentlich, liege eigentlich schon seit 2 Stunden im Bett, aber ich konnte nicht pennen. Ich sagte, na komm, dann nimmst du jetzt eben noch ein paar Folgen auf, dann hast du was für die nächsten Tage. Die Folgen werden auch ein bisschen länger, wir werden jetzt halbe Stunde Folge machen, aber nur jeden Tag eine Folge. Wie gesagt, Samstag kamen ja nochmal 3, so ab Sonntag nur noch eine. Das denke, das ist ganz entspannt, weil wenn da so viele Folgen von einem Spiel kommen, das schaut sich kaum einer an, das merke ich. Das habe ich Samstag, nee, Freitag gemerkt, die ersten 6 Folgen, die ersten 2, 3, die waren echt gut geklickt, danach wurde es lame. So. Ja, jetzt habe ich auch schon wieder. Ja, ich habe nämlich zwischenzeitlich, da muss ich jetzt entschuldigen, gegen Ende des Streams habe ich mein Layout vom Controller geändert. Da komme ich noch nicht so ganz mit klar. Weil es ging mir ein bisschen was, ein bisschen auf den Sack. Ne, das ist ne. Ey, was war denn jetzt? Der Todessprung? Nein, nicht schon wieder. Ah, ja, Mann, leckt mich. Entschuldigung. Das X war es schon mal nicht. Ich glaube, R1. Weil das Layout war vorher ein bisschen dämlich. Ich würde am liebsten die Tasten so zuweisen, so wie auf der Tastatur. Ne, das ist ja auch nicht. Egal. Das ist Ausweichen. Viereck ist normaler Schlag. Kreis ist harter Schlag. Wie gesagt, ne Quatsch, Dreieck ist harter Schlag, Kreis ist... Oh, okay. So viel zum Thema. Ja, seht ihr, das wird vielleicht noch ein bisschen nerven. Dass ich bei X jetzt auf Looten habe und vorher hatte ich es ja auf Viereck.
Oh, einfach mal eine Elfer Kriegsachs mitgenommen. Die Waffe finde ich auch so mächtig. Au. Wie kann man denn? Ich habe doch irgendeine Fähigkeit. Jetzt reicht's mir. Ich habe doch irgendeine Fähigkeit gehabt, dass ich... dass ich denen die Schilde zerbrechen konnte. Ich hänge. Ich habe keine Pfeile mehr, ernsthaft? Und ich bin fast tot. Wieso springt die nicht hier drüber? Warum springt die hier nicht hier drüber? Jetzt. Alter. Ich habe keine Pfeile mehr dafür. Es ist so krass, dieses Messer metzelt so schnell. Dieses Messer metzelt so schnell, dass wenn du das richtig machst, der Gegner einfach keine Chance hat. Aber wir wollen ja eigentlich nur dahin. Mehr wollen wir ja nicht. Gut gemacht, mein Freund. Danke. Gut, ich kenne mal noch. Sparta schätzt es sehr, dass du bei der Bestrafung dieser Diebe geholfen hast. Nebenmission. Ja, wir haben ja, wie gesagt, in Kampagne haben wir ja die ganzen Nebensachen hier zerstört und die ganzen Nachschubdinger zerstört, sodass wirklich das Gebiet so destabilisiert ist, dass wir das ja jetzt hier vorantreiben können. Wir müssen mal kurz noch gucken, welche Quest das war. Die letzte Anstrengung, genau. Da liegt einfach mal am Boden rum. Bisschen viel gesoffen, würde ich sagen. Meine befehlshabenden Männer sprechen nur gut von dir, Söldnerin. Was gibt es Neues? Der Athener-Befehlshaber ist tot. Megaris kann erobert werden. Gut. Der Wolf hat den Angriff befohlen. Ich bin froh, dass du uns in unserem Kampf um Ruhm und Ehre unterstützt. Ich kämpfe stolz an deiner Seite. Und wir hatten 6. Diesen Platz hast du dir verdient. Das ist wichtig. Wir hatten 6 mit einer Frau. Wir siegen heute für Sparta und für den Wolf. Komm, wir müssen zum Lager der Vorhut. Hat der Vorhut gesagt? Ich bin bereit. Folge mir. Wir müssen uns auf die Schlacht vorbereiten. Also, erzähl mir vom Wolf. Er ist ein großer Mann. Der Sparta zum Sieg gegen die Athener. Nein, nein. Wie ist er als Mensch? Als Vater? Was genau suchst du? Verkaufen. Alle Handelsgüter verkaufen. Können wir hier noch ein bisschen was verkaufen? So, und verbessern natürlich. Ich muss mal den Bogen verbessern, ey. Können wir das verbessern? Ja! 61 Rüstung. So macht es tatsächlich Spaß, Leute.
Ja, ab Level 13 habe ich eine andere Waffe. Ach komm, jetzt für den Kampf. Ja. Ach nee, ab Level 14 war das. Adrenalin bei tödlichen, Adrenalin bei kritischen Treffer. Krass, das ist ja voll billig. Ja, aber okay, alles klar. Okay, dann würde ich mal sagen, gehen wir mal voran hier. Wird schon richtig sein. Er ist bewundernswert, stark und auf seine Art sorgend. Aber manchmal... Ja? Nach nichts. Nur sein Blick schweift oft in die Ferne. Ich spüre große Trauer. Er ist Spartas Feldherr. Aber auch ein Mensch aus Fleisch und Blut. Man kann das Leben nicht ohne Reue leben. Ja, was hätte er machen sollen? Wird anders als alle, an denen ich bisher teilnahm. Ich will auch ein Schild haben. Bist du bereit, die Athena zu vernichten? Eroberer Schlachten. Sobald die Staatsstärke niedrig genug ist, wird eine Eroberungsschlacht verfügbar. Sowohl Athen als auch Sparta belohnen Eroberungsschlacht mit epischer Ausrüstung. Ein Staat ist einfacher, bietet aber weniger Belohnung. Statt anzugreifen ist schwieriger, aber lohnt, okay. Auf in die Schlacht. Ich bin bereit für den Krieg. Wir haben ja nun lang genug darauf hingearbeitet. Ladezeiten sind echt grandios. Ein schlechter Tag für Athen! Ein glorreicher für Sparta! Fies. Ich weiß auch nicht so ganz, was wir hier machen sollen. Ah, ich habe ja keine... Oh, ich habe keine Pfeile. Ey, dass es so nervig ist, dass du nur hier immer Pfeile nachcraften kannst. Ah ja, wir haben jetzt übrigens auch so ein Vergiftungs... Au. Na,
Aber was stimmt mit der Steuerung gerade nicht? Da kommt schon der nächste. Ich habe ja festgestellt, je mehr ich das aufladen lasse, Alter, die hören ja gar nicht mehr auf. Ich glaube, ich muss so einen gelben da vorne killen. Und das Spiel hat viele Bugs. Das Spiel hat richtig viele Bugs. Ich bin schon zu... Diese Typen mit den Schildern gehen mir echt tierisch auf den Sack. Ach, so geht das. Ah, jetzt habe ich das rausgefunden. Dann nehme ich das Schild weg. Okay. Ah. Ach, oben sieht man... Ah, oben sieht... Ah. Ich wusste nämlich, dass ich eine Fähigkeit habe, um dir die Schilder weg oder die Schilder zu zerstören. So, aber wir sind am Gewinnen gerade. Mal her, das Schild. Ich wusste, wie gesagt, dass ich irgendeine Fähigkeit hatte. Ich konnte es aber nicht mehr herausfinden. Ah, es ist knapp, aber wir sind am Gewinn. Nice. Nice. Sieg. Sparta hat Athen erfolgreich besiegt. Der Stadtmagier steht nun auf der Seite von Sparta. Okay, abgeschlossen. Hey. 4 Hauptmänner getötet, okay. Wie gesagt, ich hatte das erst relativ spät im letzten Bereich vom... relativ gegen Ende des letzten Livestreams mir geholt, deswegen wusste ich nicht mehr, wie genau das ging. Der Wolf verlangt, den Söldling zu sehen. Wir werden gleich bei ihm sein. Bei allem Respekt, er wünscht, den Söldling alleine zu treffen. Was? Ich sagte, der Befehlshaber wünscht... Ich habe dich verstanden. Ich verstehe nur nicht, wieso. Das waren seine Befehle. Nun gut. Ich sag ja Eifersucht. Ich definitiv wird der uns noch verraten. Das weiß ich jetzt schon. Ist so. Wie es scheint, kann ich mich wohl um Dringenderes kümmern. Ja, Pferdescheiße wegmachen. Okay. Was haben wir denn jetzt ein Neues bekommen? Wir haben auf jeden Fall... Ah, wir sind Level 13, cool. Hier, einen schönen spartanischen Helm, aber... Haben wir noch irgendwas bekommen? Ich glaube nicht. Ja, dann der Wolf von Sparta. Stufe auf der G. Sieht aber auch ganz gut aus. Aber ich würde mal sagen, wir machen tatsächlich mal hier Feierabend, weil das ist ein guter
Moment, um Pause zu machen. Auch wenn ich sagte, ich wollte die Folge ein bisschen länger machen, aber das passt gerade echt gut. Liebe Leute, wenn es euch gefallen hat, schreibt es mir in die Kommentare. Und ich hoffe, wir sehen uns morgen wieder zu einer weiteren Folge. Bis dann, tschüss.